willkommen zurück zu unserem heutigen Wochenend-Workout. Ihr seht schon richtig, ich stehe an den Ringen. Wir machen heute eine Menge Ring-Raw-Variations. Was sehr spannend ist, wir haben echt ein paar neue Bewegungen dabei. Und zwar, wir starten auch gleich ins Warm-up. Und zwar mit den folgenden drei Bewegungen. Wir haben drei Runden und ihr startet erstmal mit klassischen Ring-Raws. Bei den Bewegungen an den Ringen könnt ihr selbst einteilen oder selber bestimmen, wie schwierig ihr es bei euch macht. Sagen wir mal, wir haben die Ausgangsposition mit den Füßen unter den Ring. Lauft ihr nach vorne, wird es schwieriger. Oder lauft ihr nach hinten, ist der Winkel größer, dann wird es natürlich leichter. Sagen wir mal, wir fangen mit den Füßen unter den Ringen an. Ihr kommt in eine enge Position. Wichtig ist hier, Po anspannen, Bauch anspannen, wir sind wie so ein Körperbrett. Und dann starten wir mit normalen Ring Rows und wir pausieren die. Ungefähr eine Sekunde. Hochziehen, Sekunde pausieren. Und wieder runter. Die beste Variante ist, ihr schaut immer in die Verankerung. Wenn ihr aber merkt, dass ihr euch so mega ins Hohlkreuz legt, bitte erstens Hüfte runter. Zweitens könnt ihr dann ein bisschen schauen, dass ihr ein bisschen runter guckt, dass ihr euch nicht halt quasi mit der Brust und mit dem Bauchnabel nach oben zieht, sondern dass hier alles fest bleibt. Wichtig ist aber Bauchnabel anspannen oder einziehen und Po anspannen, weil sonst neigt ihr dazu, euch mit eurem Körper zu helfen. Ihr zieht nur aus den Armen bzw. aus den Schulterblättern, die sich hinten zusammenziehen. Zweite Bewegung ist ein sozusagen Ring-Supported Pistol. Auch hier sind es 10 Wiederholungen. Ihr könnt dann ungefähr 5 pro Seite machen, oder nicht ungefähr, sondern ihr macht 5 pro Seite. Ihr stellt euch ein bisschen weiter nach hinten und dann könnt ihr euch hier reinsetzen und könnt euch leicht helfen, vielleicht nur 2 Finger. Versucht natürlich bitte den größten Teil aus euren Beinen zu machen. Aber es ist eine gute Möglichkeit, auch hier Pistols zu üben, weil ihr einfach ein bisschen Support habt, der aber nicht zu fest ist. Und dritte Variante ist eine Variante des Crab Walk Reach oder Crab Reach, wo ihr nicht an den Ringen sein müsst. Aber hier kommt ihr in einer Vierfüßlerstand umgedreht, also Crabstand, und dann drückt ihr den Po nach oben weg, ein Arm kommt mit drüber und ihr zieht euch in die andere Richtung, schaut hinterher, drückt die Hüfte auf, so weit wie möglich, in beide Richtungen. Großartig. So, wir machen 3 Runden, 10, 10 und 10. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, verschiedene Ring-Row-Variationen auszuprobieren. In dem Fall starten wir mit einem Reverse Raw, der erstmal normal startet, also normaler Ring Raw Position. Ich ziehe aber meine Hände hinter den Kopf, also sage ich mal die Hände an die Ohren. Mehr aus dem Trizeps. Also hier in dem Fall komme ich von hier. Ich rotiere meine Hände nach innen, also Handinnenfläche nach innen und komme hier nach oben. So eng wie möglich. Und auch da werdet ihr merken, ihr kommt sehr weit nach oben, vielleicht mit dem Bauchnabel. Schaut da, dass der Bauchnabel fest bleibt und ihr euch nicht so sehr mit der Hüfte nach oben drückt. Einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen schauen. Vielleicht können wir so 3x10 Stück machen, bevor wir übergehen in die sogenannte Chainsaw Raw. Da braucht ihr nur noch einen Ring. Ihr setzt beide Fäuste nebeneinander, also ihr umfasst den einen Ring komplett. Und hier ist es so, dass wir seitlich uns reinfallen lassen. Und die Bewegung ist einmal ein Hochdrücken und ein Ranziehen. Das heißt, ich lasse mich hier in den Ring fallen. Ich ziehe mich ran, in dem Fall jetzt aus meinem rechten Arm, und ich drücke mich hoch aus dem linken Arm. Auch hier gleich das Prinzip. Je mehr ihr nach innen geht, desto schwieriger wird es. Ranziehen, hochdrücken. Und ja, genau, also je weiter ich meine Beine nach innen setze, desto schwieriger wird vor allem in erster Linie das Hochdrücken. Das heißt, wir haben eine Zugbewegung, wir haben eine Druckbewegung. Wir machen das auf beiden Seiten, probiert beide Seiten aus. Ist immer eine besser als die andere. Auch so ungefähr 3x10 Stück oder gerne noch mehr oder auch weniger, je nachdem, wie es sich für euch anfühlt. Und dann haben wir noch einen Single Arm Row, das heißt, linke Hand oder rechte Hand, fast rechten Ring. Wir gehen einmal hier nach unten und rudern ganz klassisch, aber nur mit einem Arm. Wie ihr seht, ich versuche trotzdem gleich zu bleiben, meine Brust gerade zu halten und mich nicht irgendwie einzudrehen oder in eine andere Richtung fallen zu lassen. Also ist wichtig, dass meine linke Seite trotzdem meine rechte Seite unterstützt und andersrum. Das sind 3 neue Varianten des Ring Rows, die wir üben, und danach haben wir noch 2 Tabatas für euch. Erstes Tabata, Burpee Pull-Ups. Dafür braucht ihr den Rack. Und Platz, wo ihr Burpee macht.
und ihr macht so viele Reps wie möglich, das heißt, ihr könnt alle zusammenzählen. Unter der Bar, ihr braucht eine Bar, wo ihr, na, im besten Falle eine, die ein Stück tiefer ist als diese, das heißt, ihr könnt vielleicht gerade so mit den Fingern an die Bar, ihr macht einen Burpee unter der Bar und dann springt ihr dran und macht daraus einen Pull-up. Wenn ihr euch nicht hochziehen könnt, kein Problem, zieht so weit wie möglich und lasst euch dann wieder runter. Es geht um den Zug an sich und um den Sprung. Aufgrund des Sprungs könnt ihr euch natürlich besser hochziehen, das heißt, ihr habt einen gewissen Schwung, den ihr von unten holen könnt. Wenn ihr euch trotzdem nicht komplett hochziehen könnt, kein Problem, aber springt trotzdem rein und zieht so weit wie möglich. Und jeder Burpee in dem Fall zählt ein Rep, zählt das Ganze zusammen. Wir sind gespannt, wie viel ihr da raus habt. Zweites Tabata, dann gehen wir wieder an die Ringe. Das ist eine Menge Pullwork heute, was sehr, sehr gut ist. Und hier, weil es so schön ist, machen wir nochmal Ring Rows mit folgenden, folgenden zwei Bewegungen. Das heißt, erstmal normale Ring Rows für die 20 Sekunden. Tabata kennt ihr alle, 4 Minuten. 8 Runden, 20 Sekunden bewegen wir uns und 10 Sekunden halten wir oder machen Pause. In dem Fall heute halten wir. Das heißt, 20 Sekunden Ring Rows und in der 10 Sekunden, in der 10 Sekunden Pause halten. 20 Sekunden Ring Rows. Das heißt, ihr haltet euch 4 Minuten an den Ringen. Super cooles, abwechslungsreiches Workout heute. Wir wünschen euch einen Happy Sunday. Bis zum nächsten Mal.